Arsenal, die lange nicht gegen City gewinnen konnten, mit einem Havertz, der aktuell in Superform ist. Genau, 2015 das letzte Mal bei City gewonnen, also wird mal wieder Zeit. Und das ist natürlich auch gerade mit Blick auf den Meisterschaftskampf fast schon ein vorentscheidendes Spiel. Das internationale Wochenende bereitet uns mal wieder große Freude. Es sind einige Kracherpartien dabei, vor allen Dingen in der Premier League. Und dafür bekommen wir dann auch tatkräftige und kompetente Unterstützung. Die haben wir auch in Gießen. Hallo Marcel. Good morning, buenos dias und buongiorno nach München, Carsten. Ja, das sind so die Brocken, die er kann und damit macht er auf dicke Hose. Komm, gleich die Auswertung bitte. Ja, da gibt es leider keinen Grund zur dicken Hose, aber zumindest geht die Tendenz in die richtige Richtung. Ja, es war ein deutlich besseres Wochenende als vor 3 Wochen. Ja, da war ich ja relativ deutlich im Minus. Diesmal waren es ein Minus von -3 Units, aufgerundet -4 Units, klar, -3,57 unter dem Strich, aber es waren natürlich auch wieder viele überraschende Ergebnisse dabei, muss man einfach so sagen. Klar ist aber auch, von meinen 12 abgegebenen Tipps waren 5 richtig. Das heißt, ein Spiel fand ja nicht statt. Eigentlich waren es dann also nur 11 abgegebene Tipps und 5 davon waren richtig. 30 Units waren es im Endeffekt, die ich abgegeben habe und eine Durchschnittsquote von 1,96. Das heißt, ich bin mit dem Risiko auf jeden Fall schon runtergegangen. Trotzdem war nicht alles richtig und trotzdem bin ich wirklich ganz guter Dinge, dass ich jetzt wieder diesen Sprung schaffe ins Plus rein. Weil Carsten, du weißt, eigentlich bin ich international ja eine Wucht. Es gibt ein wunderbares Fußballspiel am Wochenende in der Premier League, nämlich Man City gegen Arsenal. Das absolute Spitzenspiel. Und zu einem Spitzenspiel brauchen wir auch einen Spitzenanalytiker. Ja, Marcello haben wir, aber Quirin ist auch nicht unwichtig. Hallo Quirin. Danke dir für die Lorbeeren. Ja, das ist der Experte nicht nur für englischen Fußball, sondern auch speziell jetzt für dieses Spiel. Quirin, du hast demnächst hier auch eine Sendung bei uns auf dem YouTube-Channel. Deep Dive heißt die. Sag kurz 2 Worte dazu. Da geht es im Prinzip komplett um den internationalen Fußball, aber teilweise auch ein bisschen um die Bundesliga. Da sprechen wir in 10, 15 Minuten extrem ausführlich über ein Team. Wer ist der Trainer? Was spielt das Team für einen Fußball mit dem Ball, gegen den Ball? Was sind die Schlüsselspieler etc.? Also einmal kompletter Rundumschlag, dann weiß man alles über eine bestimmte Mannschaft. Also Deep Dive, er taucht ganz tief rein in die Materie. Jetzt müssen wir reintauchen in dieses Spiel. Wunderbare Situation. Arsenal, die lange nicht gegen City gewinnen konnten, mit einem Havertz, der aktuell in Superform ist. Genau, 2015 das letzte Mal bei City gewonnen, also wird mal wieder Zeit. Und das ist natürlich auch gerade mit Blick auf den Meisterschaftskampf fast schon ein vorentscheidendes Spiel. Du hast richtig gesagt, Havertz momentan entscheidende Figur, weil in der Sturmspitze haben die Formation umgestellt, haben Rice eine Position nach vorne gezogen, auf Havertz Position ihn in den Sturm nach vorne rein und dafür Jorginho reinrotiert, dementsprechend deutlich Ballbesitz stärker, mit Havertz vorne einen variablen Stürmer, der viele spannende Laufwege macht und dementsprechend ja ein Mittel, um auch City in der Partie vielleicht zu ärgern. Marcel, wir haben jetzt Havertz angesprochen, hast du weitere Personalien? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu Havertz. Also diese Formstärke kann man anhand einer ganz interessanten Statistik nochmal belegen, denn er ist der erste Deutsche überhaupt in der Premier League, der es geschafft hat, in 4 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens ein Tor zu erzielen. Ja, zudem hat er ein Länderspiel gegen Frankreich getroffen, also Havertz ist wirklich in einer guten Verfassung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bei Manchester City einen gewissen Kevin De Bruyne. Ja, und da ist es momentan auch so ein bisschen fraglich, ob er spielen wird. Er hat ja eine Verletzung erlitten, schon vor der Länderspielpause. Dementsprechend ist er momentan im individuellen Training. Das heißt, es steht noch nicht hundertprozentig fest, ob er zurückkehren wird. Aber tatsächlich, letzten Medienberichten ja zufolge, könnte es sein, dass er sein Comeback feiert. Und das wäre natürlich insofern wichtig, als dass er da der Zubringer schlechthin für Erling Haaland ist. Er hat in seinen 14 Spielen nach seiner langwierigen Verletzung bereits 13 Tore wettbewerbsübergreifend vorbereitet. Also Kevin De Bruyne ist ganz, ganz wichtig. Und an der Stelle sei noch erwähnt, gegen keinen anderen Verein auf der Welt hat Kevin De Bruyne mehr Tore erzielt als gegen Arsenal, nämlich 8 an der Zahl. Damit sind wir dann schon mal wieder bei der Statistik. Und übrigens, gerne könnt ihr auch ein Abo hier liegen lassen. Quirin wollt ihr mit Sicherheit weitersehen. Quirin,
Noch ein weiterer Zugang zu diesem Spitzenspiel. Ich meine, dass das ausgeglichen wird, steht, glaube ich, außer Frage. Spannend ist ja, Man City hat drei Spiele verloren in der Saison. Alle drei, wenn Rodri nicht gespielt hat. Unter anderem auch das Hinspiel gegen Arsenal. Jetzt ist Rodri wieder dabei. Spannend wird vor allem, wie Ødegaard, aber auch Rice Rodri quasi beschäftigen können. Das hat McAllister ganz gut gemacht im Spiel gegen Liverpool vor 2 Wochen. Das wird ganz entscheidend für Arsenal auch wichtig, die Standards gut auszuspielen. Schon 18 Standardtore haben einen ausgewiesenen Experten als Trainer. Ja, der da immer mal wieder clevere Tricks auf Lager hat und das Umschaltspiel, weil City da wirklich, und das hatten wir letztes Mal auch schon, wirklich Probleme hat, diese Räume neben Rodri auch zu besetzen. Auf der anderen Seite, ja, für City wird es wichtig sein, gerade dieses Duell Doku auf links gegen Ben White als Rechtsverteidiger bei Arsenal auszunutzen, da immer wieder mit Tempo zu kommen, weil die Defensive ist sehr kompakt. Und da wird es Haaland, aber auch De Bruyne, wenn er spielen sollte, nicht ganz leicht haben. Spannend vielleicht noch als letzten Punkt, sowohl Walker, Stones, aber auch Akanji haben sich bei der Nationalmannschaft verletzt, sind alle fraglich, könnte also ja eine sehr zusammengeschusterte Viererkette bei City werden. Ich meine, das ist natürlich auch die Auseinandersetzung Guardiola gegen Arteta, also Barca-Schule gegen Barca-Schule. Und jetzt kommt dein Tipp, Marcel. Ja, nicht nur Barca-Schule gegen Barca-Schule, sondern auch Trainer gegen ehemaligen Co-Trainer. Also die beiden kennen sich natürlich in- und auswendig, haben trotzdem so ein bisschen ihren eigenen Ansatz, Fußball zu denken. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein ganz, ganz anderes Spiel werden wird als beispielsweise vor 2 Wochen beim Spiel zwischen City und Liverpool. Ja, dabei Liverpool gerade in der zweiten Halbzeit extrem dominant. Ja, sie haben City eigentlich komplett eingeschnürt in der eigenen Hälfte. Und diesmal glaube ich, dass es ein deutlich, ja, wie soll ich sagen, deutlich zäheres Match geben wird. Ich glaube, lang nicht so viele Torchancen wie zwischen Liverpool und Manchester City. Das heißt auch lang nicht so viele Tore in diesem Duell. Aber das könnte tatsächlich eher Manchester City in die Karten spielen, weil ich sie im Ballbesitz, Fußball, im Positionsspiel dann doch noch einen Tick stärker sehe. Vor allen Dingen aufgrund der Heimstärke. Und die kann man auch anhand Statistik nochmal belegen. Denn City hat mittlerweile die letzten 7 Premier League-Spiele gegen Arsenal allesamt zu Hause gewonnen. Und City ist vor allem wettbewerbsübergreifend seit mittlerweile 38 Pflichtheimspielen ohne Niederlage. Ja, hinzu kommt, dass Arsenal auswärts ganz gerne mal Punkte liegen gelassen hat, also deutlich mehr als zu Hause. Und deswegen sage ich tatsächlich unter dem Strich als mein Tipp, dass City dieses wichtige Heimspiel gewinnt und an Arsenal im Klassement vorbeizieht. Dafür gibt es eine Quote von 1,90, wo ich mit 3 Units draufgehe. Dann würde sich praktisch Geschichte wiederholen, wie in der letzten Saison, als Arsenal ja auch lange vorne war und dann von City nochmal abgefangen wurde. Jetzt sind wir bei Liverpool, die natürlich auch noch Chancen haben auf die Meisterschaft, und zwar große Chancen. Die spielen gegen Brighton. Bei Brighton, Quirin, ist De Zerbi der Coach, der auch bei den Bayern als möglicher Nachfolger von Tuchel gehandelt wird. Brighton, eine spannende Mannschaft mit einem Deutschen. Mit einem Deutschen ganz, ganz spannendes Team, Pascal Gross, so ja, der Regista, wie man in Italien schön sagen würde, der aus der Tiefe heraus das Spiel so ein bisschen aufbaut. De Zerbi ja vor allem für seinen Ballbesitzfußball bekannt, also dominieren im Prinzip fast jedes Spiel, haben bei Arsenal mehr Ballbesitz gehabt, haben bei den Spurs mehr Ballbesitz gehabt, ja, und werden auch versuchen, an der Anfield Road den Ball viel zu haben. Problem nur hier, sie schaffen es zwar oft, Ketten auch zu überspielen, aber Liverpool steht einfach brutal kompakt, werden das nicht so wirklich zulassen. Und dann hat man schon in den letzten Wochen gesehen, hat Brighton auch einfach Probleme, gerade weil Mitoma, aber auch Solly March ausfallen. Mitoma jetzt mit der zweiten Verletzung schon dieses Jahr, der alles entscheidende Spieler, immer noch einer der Spieler mit den meisten Dribblings der Liga, obwohl er deutlich weniger Spieler als seine Positionskonkurrenten gemacht hat. Ja, und nachdem man so diese Einzelspielerfähigkeit auf die Flügel nicht so richtig hat, ja, hat Brighton in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut, wie man so schön sagt. Schauen die jetzt auch wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge, Marcel? Ja, das kann meiner Meinung nach sehr, sehr gut sein, weil ich glaube, das Matchup Brighton könnte Liverpool sehr, sehr gut passen. Ja, zwar zeigt die Historie, dass das nicht unbedingt der Fall ist, weil Liverpool nur eines der letzten 7 Premier League Matches gegen Brighton gewinnen konnte, unter anderem auch 3-mal zu Hause ohne Sieg blieb, zuletzt in Folge gegen Brighton. Aber die Art und Weise, Fußball zu spielen, könnte Liverpool dann doch in die Karten spielen, weil Brighton natürlich auch ja, aufgrund der wichtigen Dinge, die Quirin gesagt hat, sehr, sehr anfällig ist für Konter, vor allen Dingen, weil sie zuletzt viele Ballverluste hatten. Ja, sie haben einige viel oder viele Gegentore kassiert, gerade in der Fremde. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gefundenes Fressen sein könnte für die Liverpooler, weil sie einfach ein super Umschaltspiel haben. Haben mit McAllister natürlich auch noch jemand, der Brighton sehr, sehr gut kennt, der De Zerbi sehr gut kennt. Der hat in 3 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen für Liverpool zuletzt immer getroffen. Also McAllister ist ein ganz, ganz wichtiger Akteur beim LFC.
Und weil Liverpool einfach unter dem Strich seit mittlerweile 26 Premier League Heimspielen ungeschlagen ist, einfach besser in Form sind als Brighton, gehe ich davon aus, dass Liverpool dieses Match bereits früh entscheiden kann. Das heißt, Halbzeit 1, Endstand 1. Liverpool führt zur Halbzeit, Liverpool gewinnt das Spiel und Liverpool wird auch in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor erzielen. Diese drei Kombinationen miteinander ergibt eine 2,32, wo ich dann nochmal mit zwei Units draufgehe. Folgst du dem Kollegen oder hast du vielleicht noch eine andere Meinung dazu? Ich folge dem Kollegen tatsächlich. Genau richtig, was du gesagt hast, sind sehr, sehr anfällig für Konterangriffe. Liverpool auf der anderen Seite schon mit 6 Kontertoren, jetzt auch in dieser Saison, also wirklich umschaltstark machen im Prinzip. Ja, recht ähnliche Dinge wie auch Brighton, also versuchen auch schnell umzuschalten, aber machen es einfach ein bisschen direkter. Brighton lassen sich da öfter mal Zeit, verlieren dann die Bälle. Dazu defensiv Brighton einfach brutal unorganisiert in den letzten Wochen und Monaten. Da musste Terry auch einfach noch ein bisschen so ein Level nach oben kommen. Und seinem eigenen Coaching hat jetzt oft auch den Torwart getauscht, Verbroggen mal gespielt, dann wieder Jason Steele. Steele mit der schwächsten Safe-Quote aller Keeper mit mehr als 10 Spielen in der Liga. So wie ich. Der sollte besser nicht spielen. Ja, und ansonsten, wenn man noch ein Matchup nennen muss, Estupiñán auf links gegen Salah, der über rechts kommt, Estupiñán deutlich schwächer als im Vorjahr, verliert deutlich mehr Zweikämpfe. Da glaube ich, dass Salah, ja, ganz gut treffen kann. Also vielleicht da noch ein Salah-Tor mit reinpacken, dann geht die Quote noch mal ein bisschen nach oben. Wunderbar. Vielen Dank, Quirin. Und euch nochmal der Hinweis. Also Deep Dive, die neue Sendung mit Quirin. Da tauchen wir ganz tief ein in Vereinsmannschaften. Und dir ein schönes Wochenende. So, dann gehen wir nach Italien in die Serie A. Die hält einige spannende Begegnungen parat. Hier an diesem Wochenende beginnend mit dem Spiel Fiorentina gegen Milan. Florenz mischt oben mit und Milan ist Tabellenzweiter. Also ein Duell schon einigermaßen auf Augenhöhe. Bellissimo fine settimana di Pasqua, Carsten. Pasqua, Pasqua. Pasqua. Ja, du weißt, was ich sagen will. Ja, Pasqua heißt Ostern, damit wir da auch alle mit ins Boot nehmen. Genau, Carsten, heißt ein schönes, tolles Osterwochenende mit drei herausragenden Fußballspielen in der Serie A. Fiorentina gegen Milan, das erste Spiel, was wir uns anschauen. Ja, die Fiorentina mischt oben mit, allerdings ist die Form nicht sonderlich gut. Sie haben nur zwei ihrer letzten 10 Serie A-Spielen gewonnen. Zu Hause allerdings sind sie durchaus gut unterwegs, denn zu Hause gab es nur eine Niederlage in den letzten 10 Partien, in den letzten 9 Partien, Entschuldigung. Und die Niederlagen, die sie kassiert haben in der Liga zu Hause, die waren jeweils knapp. Es gab da mal 0:1 gegen Inter Mailand, es gab 0:1 gegen Juventus. Also anhand dieser Ergebnisse sieht man schon, dass sie gegen gute Mannschaften auf jeden Fall locker mithalten können, gerade vor heimischer Kulisse. Trotzdem muss ich sagen, sehe ich Milan momentan ein Stück weit stärker. Stehen bei 3 Siegen in Folge und haben einen momentan wirklich sehr formstarken Christian Pulisic. Ja, der steht bei 9 Toren, 6 Vorlagen. Das ist eine ordentliche Bilanz, 15 Scorerpunkte in der laufenden Saison. Und ich glaube, er in Verbindung mit Leao auf der linken Seite kann da schon die Fiorentina vor große Probleme stellen. Deswegen gehe ich auf den Auswärtssieg von Milan in Florenz und sage, es fallen noch mindestens 2 Tore zusätzlich. Und dafür gibt es eine Quote von 3,10 bei 2 Units als Einsatz. Bei der Fiorentina vielleicht noch ergänzend, das letzte Spiel gegen Atalanta in Bergamo ist ausgefallen, weil der Sportdirektor Joe Barone unmittelbar vor dem Spiel einen Herzinfarkt erlitten hat. Traurigerweise ist er dann auch am nächsten Tag gestorben. Also das sind nochmal so Themen, die die Spieler natürlich auch berührt. Und was vielleicht auch nicht uninteressant ist, Vincenzo Italiano wird als kommender Trainer in Neapel gehandelt. Weiter geht's mit Lazio Rom. Die haben einen neuen Trainer, denn Sarri ist zurückgetreten. Maurizio Sarri hat keinen Bock mehr, deshalb ist Igor Tudor jetzt dort Coach. Was beinhaltet? Es wird von einem 4-3-3 auf ein 3-4-2-1 umgestellt, also auf Dreierkette, das ist mal Fakt. Und die spielen gegen Juventus Turin und Juventus Turin hat in den letzten Spielen eher den Punkteschnitt eines Abstiegskandidaten. Ja, das auf jeden Fall. Juventus hat nur eines der letzten 8 Serie A-Partien gewonnen. Dreimal blieben sie dabei sogar ohne eigenes Tor. Also Juventus ist wirklich momentan gar nicht gut drauf. Und wenn du Igor Tudor ansprichst, Carsten, dann wird sich zumindest eine Sache nicht verändern, denn von Kauz geht es weiter zu Kauz. Also Sarri zu Tudor ist ja auch jemand, der eher zum Lachen in den Keller geht. Aber Ja, er bringt. wahrscheinlich in die Grotte, ja, damit er noch tiefer rausgeht, reingeht Ja, in die ja. Dunkelheit.
Aber was er auf jeden Fall mitbringt, bei all seinen Stationen hat er es eigentlich geschafft, eine sehr, sehr gute Defensive zu etablieren. Ja, eine gute Stabilität hinten rein, eine gute Disziplin reinzubekommen. Und genau das muss der Ansatz sein bei Lazio Rom, ja, die ja einfach auch keine gute Saison auf nationaler Ebene spielen. In der Champions League sind sie ausgeschieden gegen die Bayern. Also selbst die Heimstärke ist zuletzt ein bisschen abhanden gekommen, haben nur einen Punkt aus den letzten 4 Heimspielen geholt. Das heißt, auch da geht die Tendenz eher nach unten. Und trotzdem sehe ich sie nicht chancenlos, weil bei Juventus einfach auch Vlahovic mal wieder gesperrt fehlen wird, hat die gelb-rote Karte bekommen vor der Länderspielpause, muss also ein Spiel aussetzen und die ohnehin schwache Offensive wird deshalb wahrscheinlich einmal mehr Probleme bekommen, auch gegen Lazio Tore zu erzielen. Trotzdem sage ich aber, dass Juventus mindestens einen Punkt holen wird in der Hauptstadt und es wird maximal ein Tor in der ersten Halbzeit fallen. X2 und unter 1,5 erste Halbzeit, 1,80 die Quote und 3 Units der Einsatz. Auch extrem attraktiv das Spiel Napoli gegen Atalanta Bergamo. Es geht da natürlich um die Qualifikation für die Champions League. Überschattet ist das ein bisschen von einem, ja, wie soll man sagen, Rassismus-Skandal. Ausgerechnet am letzten Spieltag, als das Motto war Keep Racism Out, hat offensichtlich Acerbi Juan Jesus beleidigt. Leider ist das nicht richtig aufgeklärt worden, beziehungsweise konnte nicht mit Beweisen unterfüttert werden, obwohl Acerbi sich noch auf dem Platz bei Juan Jesus entschuldigt hat. Fakt ist, da war extrem viel Unruhe in diesem Thema drin und jetzt müssen Sie sich wieder darauf konzentrieren, Leistung zu zeigen gegen Atalanta Bergamo. Ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften, definitiv. Also Neapel ist unter Calzona ja noch ungeschlagen in der Serie A. Mit einem Heimsieg könnten sie jetzt sogar vorbeiziehen an Atalanta Bergamo im Klassement und ich glaube auch, dass die Chancen ganz gut stehen, dass Neapel diesen Sieg landen kann, denn bei Atalanta Bergamo sind zwei ganz wichtige Offensivspieler noch fraglich. Ja, Krobmeiners und auch De Ketelaere sind beide Spieler, die in der Nationalmannschaft aktiv waren, Belgien und die Niederlande. Beide haben sich allerdings verletzt in der Länderspielpause. Dementsprechend stehen noch Fragezeichen hinter den Einsätzen dieser beiden sehr, sehr wichtigen Offensivspieler. Sollten beide nicht spielen oder auch einer der beiden nicht spielen, wird die Favoritenrolle wahrscheinlich noch ausgeprägter sein zugunsten von Neapel, weil Neapel eben auch die letzten 4 Ligaspiele gegen Atalanta allesamt gewinnen konnte. Hinzu kommt, Neapel wartet mittlerweile seit 4 Spielen auf einen Dreier und deswegen sehe ich schon Vorteile bei Napoli und sage auch, dass Napoli dieses Spiel gewinnen wird. 2,10 die Quote und 2 Units der Einsatz. Eins muss man allerdings auch noch ergänzen zu diesem Spiel, denn auch die Stürmer bei Neapel sind nicht topfit. Kvaratskhelia, der ja angeschlagen ist. Georgien ist ja dabei bei der EM, große Sensation. Aber in diesem Quali-Spiel im Finale der Playoffs hat er sich gegen Griechenland verletzt. Auch Osimhen trainiert noch nicht voll, also bei 100% ist er mit Sicherheit auch noch nicht. So, wir gehen nach Spanien und da haben wir Atletico Madrid, die sich ja qualifiziert haben fürs Viertelfinale in der Champions League. Die sind zu Gast bei Villarreal. Genau, Carsten. Seitdem sich Atletico Madrid für dieses Viertelfinale der Champions League qualifiziert hat, bin ich natürlich ein ständiger Beobachter dieser Mannschaft, denn es geht ja in der Champions League im Viertelfinale eben gegen Borussia Dortmund. Übrigens werden wir uns natürlich um diese Spiele zwischen Dortmund und Atletico Madrid sowie auch Bayern gegen Arsenal natürlich ganz ausführlich kümmern. Bleibt da einfach dabei, lasst ein Abo auf jeden Fall liegen bei der Wettbasis. Würden wir uns sehr darüber freuen, damit wir auch gemeinsam weiter mit euch wachsen. Und jetzt zum Spiel, Villarreal gegen Atletico Madrid. Da sehe ich tatsächlich Villarreal sogar leicht vorne, weil die einfach sehr, sehr formstark sind. Seit mittlerweile 9 Partien ungeschlagen in der Liga. Und zuletzt gab es sogar 4 Siege in Serie. Hinzu kommt, dass Atletico Madrid auswärts noch keine Bäume ausgerissen hat. Erst 4 Siege gab es in 14 Auswärtsspielen in der laufenden La Liga-Saison. Und sie sind zuletzt auch auf Position 5 zurückgefallen im Klassement. Das heißt, sie müssen um die Champions League bangen, haben also ein sehr, sehr wichtiges Spiel, müssen aber aller Voraussicht nach erneut auf Antoine Griezmann verzichten. Und das ist natürlich schon ein herber Schlag. Und deswegen traue ich Villarreal auf jeden Fall einiges zu vor heimischer Kulisse und gehe sogar auf das Draw No Bet 1. Also Villarreal gewinnt auf dem Zweiwegmarkt, sollte es unentschieden ausgehen, gibt es den Einsatz zurück. Trotzdem liegt die Quote bei einer sehr respektablen 2,25, wo ich mit 2 Units draufgehe. Endrick, ja, ein typisch brasilianischer Name, den werden wir hier mit Sicherheit noch sehr oft erwähnen. Der ist 17 Jahre alt, schon Nationalspieler Brasiliens, hat auch schon getroffen im Länderspiel. Also das ist der kommende Superstar. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle einfach nur bestätigen. Und er wird für die schlappe Ablösesumme von 40 Millionen als Sockelbetrag, 40 Millionen Euro,
zu Real Madrid wechseln im Sommer. Das heißt, es könnte sein, dass bei Real dann der komplette Sturm der brasilianischen Nationalmannschaft spielt, nämlich Vinicius Junior, Rodrigo und Endrick. Der ist Mittelstürmer, Linksfuß. Ja, noch ist er nicht da, aber wir freuen uns schon drauf. Real Madrid spielt aber eben auch an diesem Wochenende gegen Athletic Bilbao. Also Carsten, habe ich jetzt richtig verstanden, dass für Kylian Mbappé quasi nur ein Platz auf der Bank bleibt? Nein, die können ja auch sich abwechseln, ja, also so rotieren, meinetwegen. Aber Fakt ist, dieser Endrick, der kann was. Der kann was, definitiv. Und Vini Junior kann was, Rodrigo kann was, Bellingham kann was, Camavinga kann was, Tchouaméni kann was, Kroos kann was. Also die Mannschaft von Real Madrid ist schon wirklich sehr, sehr gut besetzt, auch für die Zukunft sehr, sehr gut besetzt. Jetzt am Wochenende allerdings wird Vini Junior fehlen, ja, gesperrt. Und dafür kehrt aber Jude Bellingham zurück nach seiner roten Karte, die er aufgrund dieses verrückten Tores, was nicht gezählt hat, nach Abpfiff bekommen hat. Also mit der beste Torschütze kehrt dementsprechend zurück. Schon 16 Treffer hat ja Bellingham auf dem Konto. Trotzdem wird es keine leichte Aufgabe gegen Bilbao, weil Bilbao eine super Saison spielt, aktuell Position 4, zweitbeste Defensive der Liga, allerdings auswärts doch schon deutlich schwächer einzuschätzen als zu Hause. Hinzu kommt, Real Madrid steht zu Hause bei einer Bilanz von 12 Siegen und 2 Unentschieden. Das heißt, da brennt selten mal was an. Trotzdem glaube ich, dass in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor fallen wird. Völlig egal für wen, dafür gibt es eine Quote von 1,65 und da gehe ich mit 4 Jungs drauf. Ein Spiel, was in Frankreich niemanden kalt lässt, ist die Partie Marseille gegen PSG. Da sind wir dann beim Tabellen-Siebten gegen den Tabellenführer. Aber natürlich eine Rivalität, die schon zu außergewöhnlichen Spielen auch führen kann. Vor allen Dingen will Marseille endlich mal wieder was Zählbares mitnehmen gegen Paris Saint-Germain. Das gab es zuletzt nämlich sehr, sehr selten. PSG hat keines der letzten 10 Auswärtsspiele im Stade Vélodrome von Marseille verloren. Ja, und 9 der letzten 11 Ligaspiele hat Paris ebenfalls gegen OM gewonnen. Das heißt, die Favoritenrolle liegt doch diesmal wieder bei Paris. Die können sich, glaube ich, für solche besonderen Spiele nochmal ein Stück weit mehr motivieren, als wenn es jetzt gegen, ohne das respektierlich zu meinen, gegen Nantes oder gegen Clermont geht, ja. Aber ich glaube wirklich, dass PSG dieses Spiel gewinnen kann, weil eben auch Marseille zuletzt nicht mehr so gut war wie noch in der anfänglichen Zeit unter dem neuen Trainer Gasset. Da gab es 5 Spiele, 5 Siege. Zuletzt gab es allerdings eine deutliche Niederlage bei Villarreal in der Europa League und auch eine Niederlage in der Liga gegen Rennes. Und ich glaube, der Flow ist erstmal so ein Stück weit wieder weg. Und deswegen gehe ich auf den Auswärtssieg der Pariser und sage 2:15 Sieg PSG zu einer Quote von zu einem Einsatz von 2 Jungs. Und dann sind wir bei Lille gegen Lens. Die beiden Städte liegen nicht so weit auseinander. Ja, kleines Derby, würde ich sagen. Im Klassement liegen die beiden Teams auch nicht weit auseinander, sind nämlich nur durch einen einzigen Punkt getrennt. Lens aktuell auf Position 6, Lille auf Position 4, also auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Richtung internationale Plätze. Lens erst mit 12 Gegentoren und 13 Auswärtsspielen, also wirklich eine gute Defensive. Selbiges gilt allerdings für Lille. Die haben zu Hause erst 6 Gegentreffer kassiert, stellen dementsprechend die beste Heimdefensive und sie haben vor allen Dingen auch seit Ende September nicht mehr zu Hause in der Liga verloren. Deswegen leichte Vorteile zugunsten von Lille. Ich sage, Lille holt mindestens einen Punkt, 1x und unter 3,5, 1,80 die Quote, 3 Units der Einsatz. Und dann gehen wir nach Belgien. Also Antwerpen gegen Anderlecht. Da hat Marcello mit Sicherheit auch wieder ein paar Fakten, die verwundern. Ja, interessante Fakten kommen gleich, Carsten. Erstmal vielleicht ja, der Hinweis, dass ich eine BVB-Kolonie ausgemacht habe bei Anderlecht. Zum Er einen hat habe ja ich Frank so Hazard. eine Brille, die guckt immer Richtung BVB, ja. Immer, immer. Ja, die ist auch schwarz-gelb, das beiseite. Nein, wir haben Thorgan Hazard, der ja jahrelang aktiv war beim BVB. Wir haben auch einen Thomas Delaney, der ja auch beim BVB unter Vertrag stand, die beide mittlerweile bei Anderlecht ihr Geld verdienen. Und zudem haben wir auch noch einen Kasper Dolberg, einen Schmeichlinden im Tor, einen Anders Dreyer, also eine dänische Fraktion, was natürlich auch am Trainer liegt. Und wir haben vor allen Dingen auch das größte belgische Abwehrtalent, Sino Debast. Ja, und der steht bereits bei einigen Top-Teams auf der Liste, auf der Wunschliste, unter anderem bei Arsenal, wo er sehr, sehr hoch im Kurs stehen soll. Also wir haben eine gute Anderlecht-Mannschaft und wir haben vor allem die Tatsache, dass Anderlecht nur ein einziges Heimspiel in der laufenden Saison verloren hat. 11 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage und Antwerpen hingegen steht bei 5-5-5 Bilanz in der Fremde, 5 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen und Anderlecht hat mittlerweile seit 6 Heimspielen gegen Antwerpen nicht mehr verloren. Deswegen sage ich, Anderlecht holt mindestens einen Punkt, 1x und unter 3,5, 2,05 die Quote und 2 Units der Einsatz.
In Kroatien geht's ab, ganz sicher bei diesem Spiel Hajduk Split gegen Dynamo Zagreb. Also die beiden Clubs liefern sich immer eine tolle Auseinandersetzung. Genau, es geht um die Meisterschaft. Aktuell ist Rijeka noch an Position 1. Die sind aktuell der Meisterschaftsfavorit. Dynamo Zagreb hat schon 5 Punkte Rückstand, allerdings ein Spiel weniger. Und Hajduk Split liegt dazwischen auf Position 2. Also ein ganz, ganz wichtiges Spiel, was mitunter dazu führen könnte, dass natürlich beide Mannschaften auch dieses Spiel gewinnen wollen, wenn nicht sogar gewinnen müssen, um eben auch einen direkten Konkurrenten ein Stück weit zu distanzieren. Deswegen gehe ich deshalb mal davon aus, dass wir Tore sehen werden. Und der andere Grund ist der, dass einfach ja, beide Mannschaften über sehr, sehr gute Offensivspieler verfügen. Bei Dynamo Zagreb haben wir einen gewissen Nikola Kalinic, dürftest du noch kennen, Carsten, hat bei Milan unter anderem gespielt in Italien. Und der spielt aktuell für 1 Euro Gehalt. Das heißt, der ist 36, der wollte nochmal zu seinem Heimatverein zurückkehren und hat sich gedacht, na gut, die können eh nicht viel bezahlen. Das also heißt, so viel, wie du verdienst. Ja, 1 Euro, ja, Wahnsinn. Leider immer noch 50 Cent mehr. Nein, sportlich. Und eine Apfelsine noch obendrauf, komm. Ja, aber auch nur in allen Monaten, die nicht mit M beginnen. Nein, Kalinic, sportlich konnte er bislang nur bedingt weiterhelfen. 4 Spiele absolviert, 1 Tor dabei geschossen, ist kein Stammspieler. Trotzdem sehe ich eben auf beiden Seiten dieses enorme Offensivpotenzial und deswegen sage ich über 2,5 Tore. Mindestens 3 Treffer im Spielverlauf in diesem kroatischen Topspiel. 1,93 die Quote, 3 Units der Einsatz. Und wir bleiben zum Abschluss beim letzten Spiel am Mittelmeer. Und da haben wir Panathinaikos gegen PAOK Saloniki. Genau, da will ich nur ganz kurz Kirill Despodov ansprechen. Von PAOK ist der Topscorer der griechischen Liga, hat bereits 10 Tore erzielt, 7 Vorlagen gegeben, Bulgare. Ein ganz interessanter Spieler, der auch schon bei anderen Vereinen im Europapokal unter Vertrag stand. Allgemein ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ja, beide Mannschaften haben noch die Chance, Meister zu werden. Allgemein gibt es ja 4 Mannschaften in Griechenland, die noch die realistische Chance haben, Meister zu werden. Dementsprechend sind diese direkten Duelle natürlich von enormer Bedeutung. In der Liga gab es ein 2:2 in Athen, also bei Panathinaikos, und ein 2:1 Sieg von PAOK Saloniki gegen Panathinaikos. Und auch im Pokal hat sich Panathinaikos durchgesetzt. Aber alle Spiele waren extrem eng. Trotzdem fielen in den meisten Fällen Tore auf beiden Seiten. Und genau das ist mein abschließender Tipp. Ich sage, beide Mannschaften werden mindestens einmal treffen. 1,80 die Quote, 3 Units der Einsatz. So, und damit sind wir am Ende einer sehr faktenreichen, analytischen Internationalsendung. Hier sind die 12 Begegnungen mit den Tipps und den Quoten. Euch wünschen wir ein spannendes Wochenende.